meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 121. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Seit unserer letzten Landtagssitzung sind zwei ehemalige Abgeordnete verstorben, denen wir gedenken möchten. Ich darf Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Am 29. November ist Lisa Vollmer im Alter von 85 Jahren verstorben. Sie wurde am 23. Juli 1937 in Kassel geboren. Nach der Volksschule absolvierte sie ab 1952 eine Ausbildung zur kassenärztlichen Helferin und war nachfolgend bis zu den Geburten ihrer zwei Kinder in diesem Berufsfeld tätig. Später arbeitete sie als Angestellte bei der Arbeiterwohlfahrt Kassel-Stadt. Für die SPD Kassel engagierte sich Frau Vollmer unter anderem als Stadtverordnete von 1979 bis 1987. Ab 1987 gehörte sie für drei Wahlperioden als Abgeordnete dem Hessischen Landtag an. Von 1991 bis 1999 amtierte sie dabei als stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion. Während ihrer Abgeordnetentätigkeit war sie Mitglied im Ausschuss für Gleichberechtigung und Frauenfragen, im Sozialpolitischen Ausschuss sowie nachfolgend in den Ausschüssen für Frauen, Arbeit und Sozialordnung sowie für Jugend, Familie und Gesundheit. Darüber hinaus gehörte sie stellvertretend der Enquete-Kommission Familienfreundliches Hessen sowie zuletzt als stellvertretende Vorsitzende dem Haushaltsausschuss an. Im Alter von 93 Jahren ist Herr Willy Blott am 3. Dezember verstorben. Er wurde am 4. November 1929 in Wolfskehlen geboren. Nach der Volksschule absolvierte Herr Blott von 1949 bis 1953 erfolgreich eine Verwaltungslehre und arbeitete nachfolgend als Kreisjugendpfleger von 1954 bis 1960. Bereits 1949 trat er in die SPD ein und war über viele Jahre kommunalpolitisch und gewerkschaftlich aktiv. Von 1956 bis 1960 war Herr Blott Stadtverordneter, bevor er zum Bürgermeister der Gemeinde Wolfskehlen, heute ein Stadtteil von Riedstadt, gewählt wurde. Dieses Amt hatte er für 10 Jahre inne. Im gleichen Zeitraum war er Mitglied des Kreistages bzw. Kreisausschusses des Landkreises Groß-Gerau, zeitweise Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Danach wurde er zum Landrat des Kreises Groß-Gerau gewählt und blieb bis 1992 im Amt. Von 1966 bis 1970 gehörte Herr Blott als Abgeordneter der SPD-Fraktion dem Hessischen Landtag an und war Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit den Familien und den Angehörigen der beiden Verstorbenen. Sie haben sich zu Ehren der Verstorbenen von ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen. Ich darf Sie nun auf einen Mandatswechsel hinweisen. Wie Sie wissen, hat Herr Joachim Fallmein sein Landtagsmandat mit Ablauf des 30. November 2022 niedergelegt. Für den ausgeschiedenen Abgeordneten ist gemäß § 40 Absatz 2 des Landtagswahlgesetzes Herr Christian Wendel Abgeordneter des Hessischen Landtags geworden. Die Feststellung über die Nachfolge nach § 40 Absatz 5 Satz 1 Landtagswahlgesetz hat der Landeswahlleiter am 1. Dezember 2022 getroffen. Herr Abgeordneter Wendel, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, darf das auch im Namen des gesamten Hauses sagen. Seien Sie uns herzlich willkommen. Am 1. Dezember jährte sich die Geburtsstunde unseres Bundeslandes mit dem Inkrafttreten der Hessischen Verfassung zum 76. Mal. Voller Dankbarkeit blicken wir an diesem für Hessen so bedeutenden Tag auf unsere Verfassung, der ältesten der heute noch bestehenden in Deutschland. Sie ist ein Dokument der Freiheit und ein Dokument auch der Demokratie, für die sich die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes nach der nationalsozialistischen Gewaltschaft in freier Wahl entschieden haben.
Unsere Verfassung bildet nach wie vor das unveräußerliche Fundament für unser friedliches Zusammenleben in Vergangenheit, Gegenwart und auch der Zukunft. Die hinter mir befindlichen Persönlichkeiten für das Kunstwerk Himmel über Hessen Lichtgestalten sind dieses Mal von Schülerinnen und Schülern der Weibelfeldschule aus Dreieich im Rahmen des vom 15. bis 17. November abgehaltenen Seminars im Zentrum der Landespolitik ausgewählt worden. Diese sind Elisabeth Selbert, Anne Frank, Anna Maria Sibylla Merian, Bettina von Arnim, Clara Schumann, Henriette Caroline Christiane Luise Landgräfin von Hessen und Hanna Becker von Rath. Jetzt kommen wir zur Tagesordnung. Hinsichtlich der Tagesordnung darf ich Sie auf Folgendes hinweisen. Die Tagesordnung vom 29. November 2022 sowie der Nachtrag vom heutigen Tag liegen Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung zu Top 62 bis Top 67 entnehmen können, sind 6 Anträge und Entschließungsanträge eingegangen, die am Donnerstag ab 9 Uhr als Setzpunkte statt der üblichen Aktuellen Stunden mit einer Redezeit von 10 Minuten je Fraktion nacheinander aufgerufen werden. Auf Bitten der Fraktion der SPD wird der Antrag Streit um die Zukunft des Universitätsklinikums Gießen-Marburg, Vereinbarung abschließen, Kündigung und Ausgliederung verhindern, Drucksache 209636 nach § 28 Absatz 2 der Geschäftsordnung an den WKA überwiesen. Der Antrag war Tagesordnungspunkt 52 der Plenartagesordnung. Eingegangen und in die Fächer verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Informatik zum Pflichtfach machen, was für ein zukunftsorientiertes Schulsystem, Drucksache 209670 neu. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 71 und steht mit 5 Minuten Redezeit auf dem Nachtrag. Eingegangen und ebenfalls in die Fächer verteilt ist ein Änderungsantrag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 209668 zu Top 5 der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs für ein 7. Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches, Drucksache 209608 zu Drucksache 209138. Eingegangen und bereits in den Fächern verteilt ist ebenfalls ein Änderungsantrag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 209669 zu Top 4 der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Freien Demokraten für ein 7. Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches, Drucksache 209607 zu Drucksache 208830. Eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein Wahlvorschlag der Fraktion der SPD zu Top 2 für die Wahl der Mitglieder der Versammlung der Medienanstalt Hessen, Drucksache 209671. Die Wahlen finden vereinbarungsgemäß am Mittwochabend statt. Damit kommen wir zur Feststellung der Tagesordnung für die 121., 122. und 123. Sitzung mit den eben besprochenen Änderungen und Ergänzungen. Gibt es Einwände? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Tagesordnung so genehmigt. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute bis voraussichtlich 20.30 Uhr. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 1 der Fragestunde. Daran schließt sich dann an die Generaldebatte zum Einzelplan 02 des Haushaltes 2023-2024. Und wir werden zusammen mit dem Haushalt Tagesordnungspunkt 68 aufrufen. Ich darf auch wie immer ganz herzlich die Besucherinnen und Besucher heute hier im Hessischen Landtag begrüßen. Seien Sie uns herzlich willkommen. Ich weiß, dass auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier gerade sitzen, aber dazu werden wir gleich noch was erfahren. Aber seien Sie uns alle ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Hinweisen möchte ich noch auf die Veranstaltung Briefmarathon von Amnesty International, die in der Eingangshalle des Plenargebäudes stattfindet. Am 10. Dezember jeden Jahres führt Amnesty International den sogenannten Briefmarathon durch, bei dem weltweit Menschen zahlreiche Appellbriefe zugunsten von Opfern von Menschenrechtsverletzungen schreiben. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir die Corona-Schnelltestung wie gewohnt morgen früh zwischen 8 bis 13.30 Uhr im Raum 122M durchführen werden. Wir kommen dann zu den Entschuldigungen. Entschuldigt fehlen heute ganztägig die Abgeordneten Herr Boldorf von der AfD, Herr Heidkamp von der AfD, Frau Papst-Dippel von der AfD, Herr Gaw von der AfD, Herr Burcu von Bündnis 90 Die Grünen. Außerdem Herr Pfohl von der AfD ab 17 Uhr. Ich darf fragen, gibt es weitere Entschuldigungen? Und Herr Frömmrich hat sich gemeldet. Herr Frömmrich, Sie haben das. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte den Kollegen Markus Hoffmann für heute entschuldigen.
Vielen Dank. Und als nächstes darf ich Herrn Bellino das Wort geben. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ismail Tibi entschuldigen. Er ist im Krankenhaus. Das gilt leider für die gesamte Plenarwoche. Vielen Dank, Herr Bellino. Dann nehmen wir das entsprechend für die Woche jetzt auch auf. Es gibt keine weiteren Entschuldigungen. Dann darf ich Sie darauf hinweisen, dass heute im Anschluss an die Plenarsitzung der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst im Raum 501a tagt. Und jetzt kommen wir zu besonderen Anlässen. Ich darf zunächst ganz herzlich noch einen runden Geburtstag würdigen. Ich darf im Namen des gesamten Hauses dem Abgeordneten Knut John sehr herzlich zu seinem 60. Geburtstag gratulieren. Und ich habe auch im Namen des Hauses bereits die persönlichen Glückwünsche und auch eine Flasche Wein bereits an Sie übergeben. Im Namen nochmal aller alles Gute für Sie. Und bevor wir jetzt gleich mit der Fragestunde beginnen, erlauben Sie mir, noch zwei ganz besondere Punkte hervorzuheben. Zunächst gucke ich Frank Lorz an. Unser geschätzter Vizepräsident Frank Lorz hat am 1. Dezember ein Jubiläum begangen, welches es so im Hessischen Landtag noch nicht gegeben hat. Und wahrscheinlich ist es auch schwer, dieses zu überbieten bzw. jemals zu erreichen. Der Abgeordnete Frank Lorz gehört dem Hessischen Landtag seit dem 1. Dezember 1982 dem Hessischen Landtag an und feierte somit an unserem Verfassungstag sein 40. Dienstjubiläum. Und sehr geehrter Herr Lorz, alle Ihre Ämter und Auszeichnungen, Ehrungen aufzuzählen, das würde jetzt wahrscheinlich länger dauern als die Generaldebatte. Deswegen verzichte ich darauf. Aber ich möchte Ihnen im Namen des gesamten Hauses nicht nur gratulieren zu dem Jubiläum, sondern Ihnen auch ganz herzlich danken für die ganz besondere Art, in der Sie auch die Sitzung leiten. Ich glaube, alle Kolleginnen und Kollegen schätzen das sehr. Sie genießen zu Recht parteiübergreifend ein hohes Ansehen in diesem Haus und sind auch vielen Kolleginnen und Kollegen freundschaftlich verbunden. Und ich denke, dass ich das im Namen des gesamten Hauses auch würdigen darf und Ihnen auch ganz herzlich danken darf. Ich möchte aber auch ganz persönlich und dies ganz speziell auch im Namen der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten tun, ganz herzlichen Dank für die tolle Unterstützung und die kollegiale Zusammenarbeit auch in diesem Kreise. Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, einer unserer Kollegen, der sich in besonderer Weise um unser Hohes Haus verdient gemacht hat, hat seinen Abschied aus dem Parlament angekündigt. Der Abgeordnete Norbert Kartmann wird zum Ende dieses Jahres sein Mandat niederlegen. Ich möchte bereits heute die Gelegenheit nutzen, ihn an dieser Stelle offiziell zu verabschieden und dabei auch an seine vielfältigen Verdienste erinnern. Nachdem Norbert Kartmann bereits 1982-83, es war eine kurze Wahlperiode, dem 10. Landtag angehört hatte, ist er seit Beginn der 12. Legislaturperiode im Jahr 1987 ohne Unterbrechung Mitglied unseres Parlaments für seinen Wahlkreis in der Wetterau, in dem er jeweils direkt gewählt wurde. In dieser langen Zeit bekleidete er zahlreiche wichtige Ämter im Landtag, auch in der CDU-Fraktion. Er war von 1995 bis 1999 stellvertretender Fraktionsvorsitzender, im Anschluss daran bis 2003 Fraktionsvorsitzender der CDU. 2003 wurde er dann erstmals zum 10. Präsidenten des Hessischen Landtages gewählt und er hatte dieses Amt sage und schreibe 16 Jahre, also bis zum Ende der 19. Legislaturperiode im Jahr 2019 inne und damit länger als jeder andere Amtsinhaber in der Geschichte unseres Landes zuvor. In dieser Zeit prägte er den Landtag in ganz besonderer Weise. In seiner Amtszeit fiel unter anderem der Neubau des Plenarsaalgebäudes, das 2008 eingeweiht werden konnte. Sehr geehrter Herr Kartmann, lieber Norbert, als Nachfolgerin in diesem Amt, das Sie so lange geprägt und ausgeübt haben, möchte ich Ihnen an dieser Stelle auch ganz persönlich
und ganz herzlich für Ihren langjährigen Einsatz danken. Das darf ich aber auch im Namen der weiteren 137 Abgeordneten tun. Für vieles, was unser Parlament heute ausmacht, haben Sie die Grundlagen gelegt. Und Ihre Arbeit wirkt bis zum heutigen Tag in vielen Bereichen nach. Und die Tatsache, und da darf ich mal auf die Besuchertribüne gucken, die Tatsache, dass heute so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses, die Sie ja nun auch sehr eng begleitet haben und ganz eng mit Ihnen zusammengearbeitet haben, heute hier zugegen sind, ist auch ein Beweis der Würdigung und der Wertschätzung. Schön, dass Sie übrigens auch da sind. Das möchte ich noch mal ausdrücklich sagen. Und auch bei Norbert Cartmann ist es so, alle Ämter und Mandate aufzuzählen, die Norbert Cartmann innehatte, darunter auch zahlreiche Ehrenämter auf kommunaler Ebene, würde heute den Rahmen weitaus sprengen. Im Landtag ist er gegenwärtig Mitglied des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie des Unterausschusses für Heimatvertriebene, Aussiedler, Flüchtlinge und Wiedergutmachung. Und, lieber Norbert Cartmann, es gab Themen, die Ihnen besonders wichtig waren. Sie haben maßgeblich die Partnerschaften dieses Parlaments mit vorangetrieben. Vor dem Hintergrund unserer Geschichte lag Ihnen dabei immer die freundschaftliche Begegnung mit unseren östlichen Nachbarn besonders am Herzen. Und Ihre familiären Wurzeln in Siebenbürgen waren dabei Ihnen besonders wichtig. Und Sie haben dabei stets europäisch gedacht. Dem Landtag haben Sie auf Ebene der EU, zum Beispiel im Ausschuss der Regionen, Gehör verschafft. Für die vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten möchte ich nur beispielhaft Ihr Engagement für den Hessischen Turnerverband nennen, dessen Präsident Sie bis vor wenigen Jahren mit großer Leidenschaft waren. Und wir alle wissen, mit welchem Engagement Sie das betrieben haben. Außerdem wurde Norbert Cartmann für seine Verdienste um unser Land mit den höchsten Auszeichnungen geehrt. 2012 erhielt er das Bundesverdienstkreuz erster Klasse, 2019 den Hessischen Verdienstorden und 2020 die Wilhelm-Leuschner-Medaille. Nach mehr als 35 Jahren Tätigkeit im Landtag endet mit seinem Ausscheiden am 31.12. eine Ära. Sehr geehrter Herr Cartmann, lieber Norbert, und ich darf sagen, ich freue mich auch sehr, dass deine Familie heute hier ist. Und ich denke, es ist auch in Ordnung, dass ich dich jetzt duze. Lieber Norbert, im Namen des Hauses, aller Abgeordneten, aber ich denke auch im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die heute ja auch extra hier, nicht sind sowieso im Haus, aber extra auf die Besuchertribüne gekommen sind, möchte ich ganz herzlich für den jahrelangen Einsatz für unser Land danken. Wir wünschen dir für die Zukunft alles, alles Gute, auch für die Familie, aber insbesondere auch gesundheitlich. Ich darf zum Abschied einen Hessenlöwen überreichen. Ich hoffe, dass er dich immer an die Zeit hier im Hessischen Landtag erinnern wird. Du bist uns immer herzlich willkommen. Alles, alles Gute. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen, das ist, glaube ich,
insbesondere auch für Norbert Cartmann. Man sieht es ihm an, ein ganz bewegender Moment. Alles Gute nochmal. Und umso schöner, dass wir die nächsten Tage ja auch Zeit haben, noch ausgiebig mit dir zu reden. Und du bist uns immer herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn du hier bist. Alles Gute. Applaus